Während unserer Rückreise aus Spanien haben wir einen Zwischenstopp in Lyon-sur-Mer eingelegt. Diese kleine Küstenstadt in der Normandie Frankreichs erweckte unser Interesse. Nachdem wir eine Nacht auf einem nahegelegenen Wohnmobilstellplatz verbracht haben, nutzten wir den nächsten Tag, um Lyon-sur-Mer zu erkunden. Auch im beschaulichen Lyon-sur-Mer gibt es Verbrechen. Hier habe ich doch glatt einen Baguette-Dieb auf frischer Tat ertappt. Lyon-sur-Mer ist für seine malerischen Strände und die charmante Atmosphäre bekannt. Bei einem erholsamen Spaziergang entlang der Küste genossen wir die frische Meeresluft und beobachteten die Wellen des Ärmelkanals. Thank you.
Die Promenade und die historischen Gebäude in der Stadt verleihen ihr einen einladenden und authentischen Charakter. Das Stadtzentrum von Lyon-sur-Mer bot uns die Gelegenheit, lokale Geschäfte zu erkunden und regionale Köstlichkeiten zu probieren. Besonders beeindruckte uns die Freundlichkeit der Bewohner, die stolz auf ihre Stadt und ihre Geschichte sind. Wir erfuhren auch, dass Lyon-sur-Mer im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle spielte und Teil der alliierten Landung in der Normandie war. Der Küstenabschnitt in dem Bereich während des D-Days wurde als Sword Beach benannt. Die Spuren dieser kriegsträchtigen Vergangenheit sind in der Stadt noch heute sichtbar und wir besuchten das örtliche Kriegsmuseum, um mehr darüber zu erfahren. Unsere Zeit in Lyon-sur-Mer war ein unvergessliches Erlebnis, das uns mit den Schönheiten der Normandie vertraut gemacht hat. Wir genossen die ruhige und entspannte Atmosphäre sowie die reiche Geschichte, die diese charmante Küstenstadt zu bieten hat. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat und ihr nichts verpassen möchtet, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Vielen lieben Dank dafür. Bis zum nächsten Film.